Es ist erschreckend. Die Altparteien radikalisieren sich zunehmend. In Sachsen hat jetzt der Innenminister von der CDU offen damit gedroht, die Bürgerbewegung der Freien Sachsen zu verbieten. Ein politischer Skandal. Was sagt der Chef der Freien Sachsen dazu, Martin Kohlmann? Wir haben ihn gefragt, welche Schritte sind jetzt geplant und vor allem, warum haben die Altparteien eigentlich eine solche Angst? Das sind Themen der heutigen Sendung. Dr. Stefanie Elsasser ist im Studio und ich bin im Studio. Das ist der Brennpunkt des Tages. Bleiben Sie dran. Als Gift für dieses Land hat Armin Schuster von der CDU, der sächsische Innenminister, die Freien Sachsen bezeichnet. Die Freien Sachsen, eine Kleinpartei, die friedlich gegen die Regierungspolitik protestiert seit der Corona-Zeit. Und im Sachsen-Fernsehen hat dann Armin Schuster sogar von einem Parteiverbot gesprochen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wie gefährlich sind denn die Freien Sachsen Ihrer Meinung nach, Herr Schuster? Sie sind politisch für das Stimmungsbild in diesem Land katastrophal. Ob sie mit ihrer extremistischen Grundhaltung auch noch einen Schritt weitergehen, also aktiv kämpferisch, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Demokratiefesten dieses Landes angreifen. Das schauen wir uns sehr genau an. Wenn Sie es könnten, würden Sie die Freien Sachsen gern verbieten? Es ist eine sehr, sehr geübte und erfolgreiche Praxis, erst zu verbieten und dann darüber zu sprechen. Was heißt das? Dass man über Parteiverbote nicht spricht, bevor man sie getan hat. Ja, so hat sich das Ganze angehört. Mit mir im Studio meine liebe Kollegin Dr. Stefanie Elsasser. Steffi, bevor du ein bisschen was erzählst über die Freien Sachsen und wie du das Ganze einschätzt, würde ich vorher nochmal den Martin Kohlmann zu Wort kommen lassen. Das ist ja der Chef der Freien Sachsen, der Parteivorsitzende. Kohlmann ist ja nicht nur der Sprecher der Freien Sachsen, sondern auch Rechtsanwalt. Das heißt, er kann das Ganze auch juristisch sehr gut einschätzen und wird auch ankündigen, was jetzt als Gegenschlag geplant ist. Auch da steht nämlich was bereit. Und wir hören mal rein, was er uns gesagt hat. Ja, tatsächlich, also der Innenminister Schuster hat recht unverhohlen gestern damit gedroht, uns verbieten zu wollen. Nur hat er sich das ein bisschen leicht vorgestellt. Denn wir sind immerhin de jure eine politische Partei. Das drückt sich auch dadurch aus, dass wir im Moment mitten in der Wahlvorbereitung stecken. Wir haben schon in mehreren Landkreisen Kandidaten für die Kreistage aufgestellt. Auch schon Kandidaten für die Landtagswahl durchaus. Und das sind also Fakten, an denen man eigentlich nicht vorbei kann. Und Parteien können nicht so einfach verboten werden von einem Innenminister. Das ist der Unterschied zum Verein. Ein Verein, den der Innenminister für irgendwie gefährlich, schädlich, sonst was hält, den kann er ziemlich leicht verbieten. Eine Partei kann nur das Bundesverfassungsgericht verbieten. Und da sind die Hürden sehr hoch. Da ist nicht ansatzweise was dran an dem, was der Herr Schuster da vorbringt. Wir nehmen das trotzdem ernst, denn wir sind ja gewöhnt daran, dass diese Leute sich nicht an Recht und Gesetz halten und auch nicht halten wollen. Das hat ja diese Äußerung wieder gezeigt. Allein, dass er sagt, ja, über ein Parteiverbot spricht man vorher nicht, das macht man einfach, das spricht man hinterher drüber. Ein Parteiverbot muss ein Verfassungsorgan, sprich Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht beantragen. Dort gibt es dann eine Verhandlung. Also da kann man gar nicht anders, als vorher drüber zu reden. Also was der hier vorhat, ist offensichtlich eine ganz kriminelle Aktion. Gegen die wehren wir uns und zwar auch schon im Vorhinein. Wir haben beim Sächsischen Landesverfassungsgericht einen Eilantrag gestellt auf Feststellung, dass der Herr Schuster also absolut nicht berechtigt ist, uns hier in irgendeiner Form zu verbieten. Ja, also ja. Die Freien Sachsen bleiben wehrhaft, wollen sich wehren dagegen. Ja, also dieser Angriff zeigt, wie wichtig die Freien Sachsen geworden sind. Und eigentlich liegen jetzt wirklich die Nerven blank
bei Kretschmers Regierung in Sachsen. Die AfD ganz oben und die Freien Sachsen werden immer erfolgreicher. Der Druck auf der Straße wächst. Die Freien Sachsen bringen ja unzählige friedliche Proteste. Hier sehen wir ein Bild auf die Straße. Genau, das ist Samstag auf dem Theaterplatz in Dresden. Ja, und die haben immer mehr Wirkung, immer mehr Reichweite. Aber mal kurz zur Partei selber. Die haben sich im Februar 2021 erst gegründet. Die mobilisieren ganz enorm und sind nur in Sachsen aktiv, haben etwa 1000 Mitglieder schon, aber eine unglaublich große Reichweite. Also allein ihr Telegram-Kanal hat fast 150.000 Teilnehmer. Ja, Wahnsinn. Und sie traten ja schon an bei den Landratswahlen in Sachsen 2022 mit Kandidaten für verschiedene Landkreise. Also ich habe es mal rausgeschrieben, Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und im Erzgebirgskreis. Und da haben sie Ergebnisse bis zu 20% erreicht. Und im Juni 2022 erreichte das schönste Gesicht der Freien Sachsen, nämlich unsere Ulrike Böke, in Dohna als Bürgermeisterkandidatin der Freien Sachsen 30,1%. Das war ein stark, ganz starker Erfolg. Und das ist schon, ja gut, es ist lokal, es ist begrenzt auf Sachsen, aber der Rechtsanwalt Martin Kohlmann hat ja schon Wessis Asyl angeboten, wenn sie es im Westen nicht mehr aushalten. Also er ist auch durchaus offen für andere Bundesländer oder seine Nachbarbundesländer. Aber ich habe mal geschaut, was das für ein Mensch ist, der Herr Schuster, der Innenminister. Der wurde am 22. April 2022 vom Ministerpräsident Michael Kretschmer für das Amt des Innenministers nominiert und nur 3 Tage später schon trat er sein Amt an, am 25. April, und anlässlich einer Veranstaltung des CDU-Kreisverbands Meißen Anfang April in diesem Jahr lehnte Schuster eine Zusammenarbeit seiner Partei, der CDU, mit der AfD ganz deutlich ab, und er hat laut der sächsischen AfD sogar gesagt, dass die Mitglieder und Politiker der AfD Verbrecher sind. Und die haben dann natürlich angekündigt, eine Strafanzeige wegen verhetzender Beleidigung zu stellen. So, Kretschmer dagegen sprach sich wiederholt für einen pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene aus. Da habe ich erst gedacht, spielen die jetzt guter Bulle und böser Bulle? Und insbesondere hat ja auch der Kretschmer damals gesagt, wir erinnern dran, wir haben darüber berichtet, dass er eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem AfD-Landrat Robert Sesselmann wünscht. Ja, und da habe ich auch erst gedacht, naja gut, mit einer Brandmauer kann man da auch keinen Kindergarten bauen. Ja, also da muss man ja schon irgendwie zusammenarbeiten. Richtig. Aber das ist auch wieder nicht Fisch und nicht Fleisch. Und das zeigt insgesamt, dass die CDU in Sachsen widersprüchlich handelt, nicht vertrauenswürdig ist, und man wird sie dann an ihren Taten messen. Ja. Vor allem der größte Witz ist bei dem Armin Schuster. Er sagt über die Freien Sachsen, ja, das sind ja gar keine richtigen Sachsen. Er ist selbst kein Sachse. Er ist nämlich aus Baden-Württemberg und wurde von der Kenia-Koalition quasi importiert. Es ist ein Westimport und stellt sich dahin und will uns erklären, was die wahren Sachsen sind. Ja. Und die Reichweite der Freien Sachsen auf Telegram gerade mit fast 150.000 Abonnenten, zeigt ja, wie fest verankert diese Bewegung auch in der Bevölkerung ist. Und vor allem waren sie in den letzten Wochen so aktiv, die sind ja auf der Straße fast schon präsenter oder sind präsenter als die AfD. Hier, wie gesagt, die Demo in Dresden, wobei es ja 2 Demos waren in Dresden am Wochenende, und bei beiden Veranstaltungen waren die Freien Sachsen präsent. Martin Kohlmann hat gesprochen auf dem Neumarkt, also die mischen da regelmäßig mit. Und auch letztes Wochenende, da gab es einen Umzug durch Dresden-Klotzsche gegen ein neues Asylheim, wo man dann auch in der Nähe des Wohnhauses von Michael Kretschmer vorbeigelaufen ist und wo dann die Bild-Zeitung geschlagzeilt hat, Michael Kretschmer wird bedroht von Rechtsextremisten und so weiter und so fort. Dabei war die Demo gegen das Asylheim, und man ist dann halt, weil Kretschmer auch in Klotzsche wohnt, in Hörweite an dem Haus vorbeigelaufen. Er war nicht mal zu Hause, von daher, das war überhaupt keine Bedrohungslage. Aber es wird jedes Mal so hochgespielt, auch von Armin Schuster immer, weil natürlich die genau wissen, dass diese patriotische Bewegung gerade wahnsinnig im Aufwind ist, ja, und dass gerade die Freien Sachsen mit ihrer Lokalverbundenheit eine richtige Bedrohung werden könnten für die Altparteien. Und ja, die wollen ja antreten bei den Kommunalwahlen im Juni nächstes Jahr, bei den Landtagswahlen im September. Und da könnte es natürlich einige Überraschungen geben. Und genau davor haben diese Leute natürlich Angst. Ja, naja. Das ist, denke ich, auch dieser vorzeitige Angriff wegen der anstehenden
Kommunal- und Landtagswahlen im nächsten Jahr und es könnte sich auch eine Koalition bilden zwischen Freien Sachsen und AfD. Mhm. Wäre möglich. Und ja. Hier haben wir noch ein Beispiel für diese Hetzkampagne gegen die Freien Sachsen in der letzten Zeit. Die Bild-Zeitung wieder, war ja gestern auch schon Thema. So gefährlich sind die Freien Sachsen, Neonazis besetzten Asylheim in Dresden. Darüber haben wir berichtet. Das waren ja nicht mal die Freien Sachsen, sondern identitäre Aktivisten. Ja. Es wurde natürlich auch unterstützt von den Freien Sachsen. Mhm. Aber auch hier, es war eine komplett friedliche, kreative Protestaktion gegen ein neues Asylheim in Dresden-Altona, wo man sich halt aufs Dach gesetzt hat und hat gesagt, wir bleiben jetzt hier, bis die Migranten einziehen, um ein Zeichen zu setzen. Und auch das wird hier wieder total verzerrt dargestellt von den Mainstream-Medien. Ja, und das waren ja Jugendliche auf dem Dach, ne, und identitäre Bewegung ist ja bekannt. Ja. Und die Jugend wird ja immer stärker. Also das wird ja auch manchmal im Mainstream inzwischen voller Panik aufgegriffen, dass sogar der Söder jetzt in Bayern sogenannte Verfassungsstunden einführen will, weil es gibt ja immer diese Schülertests, dass die Schüler auch mal wählen dürfen. Es haben so viele sich für die AfD ausgesprochen. Ja. Also es steckt auch in der deutschen Jugend noch so viel Deutsches. Ja. Es werden ja immer nur die Klimakleber gezeigt oder die Fridays for Future Jugendlichen, aber es gibt ja noch eine Riesenmehrheit an, sagen wir mal, normal denkenden Jugendlichen, die sagen, nee, also es ist mein Land. Und hören das vielleicht auch von ihren Eltern. Jetzt kommt noch dieses Heizgesetz und wir wählen vielleicht jetzt auch die AfD, weil eine andere Opposition haben wir nicht. Also die Jugend fängt ja auch an, sich mit der Politik auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Die sind zwar nicht so präsent wie Luisa Neubauer, die halt in jede Talkshow reingezerrt wird, aber auf jeden Fall. Ich denke auch, es gibt eine Mehrheit von normaldenkenden Jugendlichen. Ja, ja. Da gibt es eine Mehrheit. Und wir kennen ja da auch einige Gruppen, das sind ja Tausende. Ja. Ja. Und es werden immer mehr. Und wenn schon in einem westlichen Bundesland Bayern sogenannte Verfassungsstunden eingeführt werden sollen, damit sie die, naja, umerziehen, ne, auf die globale Politik und die offenen Grenzen und die bunte Republik, dann lässt das schon sehr tief blicken. Auf jeden Fall. Ja. Wir schauen noch mal rein in ein paar Aufnahmen aus Schmilka an der deutsch-tschechischen Grenze, wo es auch eine sehr gute Aktion gab von den Freien Sachsen, nämlich eine Grenzblockade. Über den ganzen Tag, über mehrere Stunden hinweg, haben sie die Grenze blockiert, um ein Zeichen zu setzen, macht die Grenzen endlich dicht. Gerade die Ostgrenze ist natürlich betroffen von der Massenmigration. Da kommen jeden Tag so viele Illegale, hunderte Illegale. Und hier die Aufnahmen. Jo, war ein bisschen schlechtes Wetter, aber es waren trotzdem einige Leute da. Hier nochmal der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Ja. Was ich noch auf jeden Fall erwähnen wollte: Wir haben ja schon mal über diesen Innenminister Armin Schuster berichtet, und zwar im Zusammenhang mit Lina Engel. Das war ja die Rädelsführerin dieser Hammerbande, die so heißt, weil sie Andersdenkende mit Hämmern überfallen hat und übel zusammengeschlagen hat, fast bis zum Tod in einigen Fällen. Und diese Lina Engel, da gab es ja im Juni ein Skandalurteil, wo sie einfach freigelassen worden ist nach dem Gerichtsurteil. Also das Gericht war sehr, sehr milde. Erst gab es eine sehr geringe Haftstrafe, dann wurde noch die U-Haft verrechnet, dann gab es eine Zweidrittelstrafe wegen angeblicher guter Führung und dann durfte sie einfach nach Hause gehen. Und da hat der Armin Schuster gesagt im Nachhinein, das Gericht habe sich von seiner besten Seite gezeigt, also stand voll hinter diesem windelweichen Urteil gegen die gefährlichste Linksextremistin in Deutschlands. Das zeigt ja auch, was die CDU für eine üble Rolle spielt. Ja. Und Kretschmer, okay, er hat sich ein paar Mal gegen Sanktionen ausgesprochen, gegen Russland. Er hat auch da, wie du gesagt hast, mit dem Landrat das ins Spiel gebracht, der AfD. Aber es ist natürlich immer dasselbe Spiel, rechts blinken und dann links abbiegen, um die Wähler zu täuschen. Und Kretschmer, ich erinnere an die Corona-Zeit, wo er immer vorgeprescht ist, mit Maskenpflicht, mit 2G, flächendeckend. Ja. Und genau in der Zeit haben sie ja die Freien Sachsen auch gegründet, weil es eben so katastrophal war. Ja, ja, der CDU ist nicht mehr zu vertrauen. Ja. Und sie haben sogar einen Vertrauensvorschuss inzwischen verspielt. Und wenn wir nur jetzt aktuell an dieses Verbot denken, an diesen, ne, die Freien Sachsen sollen verboten werden. Also gefühlt haben wir ja jeden Tag irgendwelche Verbote. Und Konservative und Liberale brauchen keine Verbote. Also das ist eigentlich mehr so linksgrün kommunistisch, dass man Verbote braucht, um die Menschen da zu dengeln. Ja. Und das ist auch ein ganz deutliches Zeichen, dass die CDU seit Merkel, die dürfen wir nie vergessen, seit Merkel nicht mehr konservativ ist. Ja,
Ja, Merkel hat das Ganze vergrünt und versozialdemokratisiert. Und das Problem ist eben in Sachsen genauso groß wie anderswo in Deutschland. Ja. Leider. Ja. Liebe Zuschauer, das war unser Brennpunkt des Tages. Ihnen sei nochmal unsere große Kompaktkonferenz am Samstag empfohlen in Magdeburg. Da geht es um Frieden mit Russland mit vielen hochkarätigen Rednern. Gleich kommt nochmal ein Clip dazu, wo einige Redner genannt werden. Auf jeden Fall, das wird eine super Veranstaltung, das kann ich schon mal sagen, am Wochenende, am Samstag in Magdeburg. Sie können sich noch anmelden. Es sind nur noch wenige Plätze frei, aber es sind noch Plätze frei. Also unbedingt schauen auf kompakt-online.de. Da kann man sich anmelden. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages. Bis dahin.